Also ich selbst freue mich über jeden qualifizierten Beitrag, wo auch die Vernunft, die leise spricht, sich dann ausdrücken kann in entsprechenden Gedanken, die dann geäußert werden. Darüber freue ich mich. Und das ist sozusagen nochmal mein Statement, sozusagen nach diesem Kreis, wo die Friedensbewegten und Friedensstiftenden und Friedenwollenden auch zusammenstehen, um das Geistige sozusagen mit in die Welt hineinzuschenken. Also viel dazu. Was uns hier immer fehlt, das ist eigentlich eine Idee. Wie wollen wir denn leben? Was wollen wir denn haben? Was soll sich verändern? Was gefällt uns selber gut? Woran haben wir Freude? Und das können wir ja hier mal diskutieren. Dass jeder mal seine Ideen für die nächste Mahnwache mal so in eine kleine... Lass mich mal bitte erzählen, mein Guter. Ja, Entschuldigung. Dass jeder für die nächste Mahnwache mal eine kleine Idee mitbringt, was er gerne für sein Leben haben möchte. Welche Veränderung er sich am meisten wünscht. Damit wir daraus mal was machen können. Aktionen, die in so eine Richtung zeigen. Ich meine, wer jetzt gemerkt hat, noch nicht gemerkt hat, nach einem halben Jahr, dass wir diese Politik zu gar nichts brauchen, dass das nur irgendwas ist, um uns ruhig und geordnet zu halten, der merkt das sicher nie. Wir wissen doch, was wir wollen, denke ich jedenfalls. Und daran sollen wir jetzt mal anfangen zu arbeiten. Das, denke ich, ist das, was wir für dieses Jahr uns vornehmen sollen. Und ja, ich werde euch garantiert beim nächsten Mal schon mal eine Idee bringen und daraus auch eine Aktion entwickeln. Ich denke, irgendwas miteinander machen, wo man richtig Spaß hat und wo was Gutes dabei entsteht. Wie ich schon gesagt habe, was verändern, was reparieren, das ist doch viel besser, als überall bloß dran rummäkeln und an irgendwelche Missstände erinnern. Danke. Ach, ich sag auch noch mal was als Teilnehmer. Ich bin mal wieder enttäuscht auf hohem Niveau. Es sind ja hier gerade, sind ja unglaublich viele Polizeiwagen unterwegs und unglaublich viele Menschen wurden hier erwartet. Zwei Demonstrationszüge wurden voneinander abgehalten. Das finde ich alles erstmal als Steuerzahler fantastisch, dass das hier gemacht wird. Und das Zweite ist, kein einziger von diesen beiden Demonstrationszügen, also weder die für Merkel noch die gegen Merkel sind, haben sich hier eingefunden und haben mal gesagt, was da eigentlich los ist. Ich habe gar keine Ahnung, ich bin so uninformiert. Mich würde das ja mal interessieren, was da eigentlich vom Apple Store da hinten und da einmal die Eis da rum passiert. Gar nichts. Hast du Lust, das einmal zu erklären oder zu erzählen? Nö. Gibt nichts zu erklären, da sind Leute und die machen nichts. Da sind Leute vom Apple Store und machen nichts. Da sind doch immer Leute vom Apple Store, weil man da umsonst WLAN hat. Jetzt sind da ganz viele Leute und Polizisten. Okay, ja. Ja, aber das Konzept hat doch funktioniert. Beide Seiten wurden voneinander abgehalten. Na, aber wo ist denn die andere Seite? Ja, ist doch egal, wo die ist, aber die sind nicht zusammengekommen. Okay, das war dann erfolgreich. Also hat der Bürgermeister das richtig erfolgreich organisiert. Hat doch alles geklappt. Dann kann er ja auch Außenminister jetzt werden, ne? Ja, natürlich. Vizekanzler, Nachfolger, Merkel. Ausruhr. Wenn dann, oder? Ja. Wenn auch. Ja, schade. Also das war jetzt, ich dachte, jetzt könnte man nochmal den Leuten hier das Angebot machen. Zur Not, die liebe Polizei, die hier nichts zu tun hat, sie können vielleicht auch das Mikrofon nutzen, wenn auch dienstlich, wenn sie Lust haben. Olaf Scholz ist wahrscheinlich in Berlin gerade, den können wir jetzt gar nicht einladen hier. Genau, na gut. Okay, dann sage ich weiter, bleiben wir unter uns. Gewaltfrei, jugendfreundlich, ohne guten Ton geht's weiter. Bitte nutzt das Mikrofon, solange es noch da ist. Genau. 6 Minuten Rederahmen, ihr kennt das alles. Los geht's. Ach!
eine Sache kann ich mir dann doch leider nicht verkneifen. Die größten Kritiker, wir sind auch eben gerade gefragt, und das sollen die Nazis sein, hat ja vorhin eben jemand gefragt, wenn die Regenbogenmützen tragen, dann wundert er sich, wie runtergekommen oder wie hochgekommen die Nazis sind. Ich finde das alles sehr, sehr lustig und absurd, was hier passiert. Genau. Ich wollte noch mal sagen, schade, dass niemand hier von diesen beiden gewaltigen Demonstrationszügen, die ich sehe hier alles Blaulicht, einmal rundherum um die Alster. Wow, was kostet eigentlich so ein Einsatz von so einem Fahrzeug? Und trotzdem keiner von diesen beiden Demonstrationszügen findet hierher. So, der dritten Macht, habe ich vorhin gesagt, wie bei Perry Roden. Ne? Gut, war jetzt so ein kleiner Joke am Ende, Insider. Genau, gewaltfrei, jugendfreundlich und guten Ton, kommt her. Ran ans Mikrofon, sonst bauen wir ab, ist nämlich kalt und nass. Ja, ich habe da ja so eine Theorie, warum sich hier keiner rantraut, weil es würde ja tatsächlich erfordern, dass man mal aufhört, einfach nur Parolen hin und her zu schmeißen und tatsächlich mal miteinander redet. Und das ist immer ein bisschen schwieriger, als einfach nur Parolen nach dem anderen nachzuwerfen und dem anderen irgendwie einen Strohmann aufzubauen, den man dann niederreißen kann. Aber gut. Ja, anzünden, am besten gleich anzünden. Keine Ahnung, wer hier Bock hat, wirklich auch mal sich miteinander zu beschäftigen und nicht nur immer gegeneinander, der ist hier herzlich eingeladen. Ja, zu Feindbildern und zum Aufbau von Feindbildern wollte ich auch noch mal was sagen. Und ich glaube, dass so ziemlich das Internet da ganz viel leistet. Bei Facebook und bei anderen sozialen Medien und bei YouTube und überall kann man verschiedene Informationen sehen, lesen, hören. Und ganz viele verschiedene Gruppierungen werden mit verschiedenen Filmen und Presseerzeugnissen angetriggert und diese Menschen stehen sich teilweise heute offensichtlich gegenüber oder es war so geplant, dass sie sich gegenüberstehen und voneinander abgehalten werden müssen. Und ich glaube, da werden einfach ganz viel Energien geschürt über das Internet. Und ich habe den ganzen Winter lang wenig mit dem Internet zu tun gehabt, einfach aus verschiedenen Gründen. Und habe mich dem analogen Leben gewidmet und habe festgestellt, dass sich meine Welt einfach weiter dreht, ohne dass ich im Internet bin, ohne dass ich bei Facebook bin oder irgendwas lese, Zeitungen lese oder Fernsehen schaue oder sonst irgendwas. Und ich finde es hochinteressant, wie künstlich irgendwelche Sachen produziert werden, die vermeintlich da sind, die dann aber nicht wirklich da sind. Und das merkt man, wenn man sich eben dem analogen Leben widmet und sich da stark macht für seine eigenen Belange, die seiner Familie, Nachbarn und dem unmittelbaren Umfeld. Und wir stellen fest, der Krieg ist noch nicht ausgebrochen und wir stellen fest, wir werden nicht über den Haufen geschossen und wir müssen nicht irgendwie um unser Leben fürchten. Also mir ging es jedenfalls so, anderen ging es vielleicht anders. Und ich bin eher dafür, das Internet mal auszulassen. Danke. Naja, man kann das auslassen, aber man kann das auch nutzen für sich, ne? Denn das ist gar nicht mal so schlecht. Da gibt es in Hamburg zum Beispiel so eine Nachbarschafts-App, ne? Die kann man sich runterladen, da kann man gucken, was in seiner Umgebung so los ist. Wer was hat, wer was verschenken will, wer was zu vergeben hat, wer Arbeitsleistung anbietet, wer den Hund Gassi führt und solche Sachen. Die finde ich ganz nett und die kann man sich doch mal zu Gemüte führen, um seinem Nachbarn mal einen Gefallen zu tun, ne? Um mal miteinander ins Gespräch zu kommen. Um mal eine kleine Nachbarschaftsparty zu organisieren oder so. Um mal endlich, wir leben alle im Großraum, wir leben alle so anonym. Keiner kennt den Nächsten, keiner kennt den anderen. Das ist doch nicht Sinn und Zweck der Sache. Gucken Sie mal ein Hochhaus, fragen Sie mal nach irgendeinem Namen. Den kennt doch keiner, kaum sonst seinen Nachbarn. Ne? Ich habe das anders erlebt und ich kenne das anders. Und deshalb ist es schade, wenn es so ist. Ne? Und solche Nachbarschafts-App, die ist gar nicht schlecht. Da kann man endlich mal wieder in Kontakt kommen. Danke. Okay.
Ja, ich finde die Feindbildgenese auch super interessant. Damit gibt's ja, da gibt es ja Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen. Und ich empfehle, sich damit auch so ein bisschen auseinanderzusetzen. Denn das führt auch gleich zu dieser Kognitionsforschung, also einfach so Wahrnehmungsforschung, Bewusstseinsforschung. Und ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, dass die Untersuchungen des Bewusstseins eigentlich immer ergeben, dass immer größere Teile der Wahrnehmung unbewusst ablaufen. Also sprich, das Ganze, was man wahrnimmt, es gibt da einfach auch manchmal auch so Zahlen, weiß ich, wie 99%, dass 99% aller Wahrnehmungen, was man glaubt wahrzunehmen, kommt aus seinem eigenen Kopf. Also jetzt kommt es ja sowieso, weil unsere Sinne ja auch logischerweise ihre Impulse in den eigenen Kopf senden. Also das, was man wahrnimmt, ist ja eigentlich auch daraus. Das Ganze draußen ist ja drin, logischerweise, weiß man ja aus der Biologie eigentlich. Aber es wirkt halt so echt und so da draußen, dass man sich das gar nicht eben vorstellen kann. Aber zurück zu dem zur Wahrnehmungsgeschichte. Also auf jeden Fall ist es halt schon ziemlich so, dass 99% aus dem eigenen Gedächtnis kommen. Und deswegen bin ich auch ein bisschen frustriert, was Kommunikation betrifft, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und der redet mich an, dann redet er eigentlich mit seiner eigenen Schublade über mich. Und deswegen habe ich eigentlich gar keinen großen Bock mehr hier zu labern und sage danke für die Aufmerksamkeit. Ja, ich nochmal hier ganz kurz nochmal. Glücklich sein und Lebensfreude für alle wünsche ich und eine heile Welt. Und um eine heile Welt zu machen, braucht man ein Heilmittel außerhalb der Liebe. Das physische Heilmittel ist Natriumbicarbonat. Das Krebsheilmittel für alle, für jedermann sozusagen. Natriumbicarbonat ist die Substanz, die jetzt in unserer Magenwand ist, dass der Magen sie nie auflöst. Also ein natürliches Heilmittel oder ein natürliches Mittel, was wir brauchen, um basisch sauren, optimalen Haushalt für unseren Körper zu sein. Wenn wir nämlich sauer sind, wissen wir, Pilze wachsen auf saurem Boden. Der Pilz ist das Zwischending zwischen die Pflanze und dem Tier. Der Pilz zersetzt also alles organische in anorganische Sachen. Also sprich, der Baumpilz zersetzt den Baum, wenn er abgestorben ist oder krank ist und so weiter. So, dann wollte ich das zum Zweiten. Das ist einmal ein Heilmittel, also Natriumbicarbonat. Googelt mal bitte. Sehr interessant. Das Zweite, was ich euch geben möchte mit, ist das Wort Protit. Nicht Profit, sondern Protit. Der Protit ist wahrscheinlich der Link zwischen Energie und Materie und zwischen den biologischen und physikalischen Wissenschaften. Also sehr interessant. Sehr, sehr spannend für eine bewusste, heile Welt. Aus bewussten Geistern. Und jetzt nochmal was Politisches zum allerletzten Mal heute. Schachmatt veröffentlicht im Wendezeit am 20.09.2017. Sie haben das volle Recht zu sagen, dieses Land wird von Idioten regiert. Diese Aussage hört sich sehr polemisch an, ist aber ein faktisch gut begründetes Statement der ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach für ein Land, in dem, wie sie sagte, das Angeln ohne Anglerschein bestraft wird, aber nicht der 100.000-fache illegale Grenzübertritt ohne gültigen Reisepass. Also, diese, was wir Regierung nennen, ist ja nicht das Volk, ne? Und die Regierung machen viele illegale Dinge und sie werden zwar auch angeklagt, aber sie stören sich nicht drum. Also es sind alles relativ Kriminelle, viele Kriminelle da in der Regierung. Wenn wir jetzt sehen, wir sollen die Fluchtursachen bekämpfen, dann müssten wir eigentlich die Bomben, die wir bauen, also die Menschen, die Bomben bauen lassen, müssen wir dann aufhören lassen, Bomben bauen zu lassen. Ne? Also die Fluchtursachen, um sie zu bekämpfen, ist ja die Pflichten ja von Bomben und von Krieg. Wir sind hier ein Rüstungsindustrieland, was ich natürlich nicht möchte, aber die Mehrheit ist ja so oder auch dafür. Sollten wir die Rüstungsindustrie über den Jordan schicken, auflösen und daraus Bestecke und Gabeln machen, also Schwerter zu Flugscharen. Also, ich wünsche euch viel Spaß in diesem wunderschönen Erlebnisbereich Erde.
in dieser Zeit, was wir Leben nennen. Und ja, heile Welt, Ahoi und gute Laune. Mal eine Idee zu fragen, was ist gerecht? Oder auch den Einzelnen zu fragen, was hältst du für gerecht? Oder im Kontext mit Politik, was ist eine gerechte Politik? Oder was ist eine sinnvolle Politik? Was ist ein sinnvolles? Das Gedanken machen um das Zusammenleben der Menschen in der Gesellschaft, das halte ich selbst für sinnvoll. Und dann finde ich auch, wenn denn verschiedene Parteien sind, die so denken, der eine soll bleiben und der andere soll weg, oder der soll weg oder soll bleiben, dass diese Menschen einfach zusammenkommen und mal miteinander sprechen. Das halte ich für sinnvoll. Ne? Und was ist gerecht? Frage. Zeichen. Punkt. Erstes Mal, das tut immer weh. Aber ich denke immer, bei Möglichkeiten was zu sagen, ist es vielleicht nicht schlecht, die Leute daran zu erinnern, dass unsere Gesellschaft sich dadurch auszeichnet, wie wir mit unseren Schwächsten umgehen. Und wie wir mit den Schwächsten umgehen, das haben wir selber in der Hand. Die Verbesserung findet nicht irgendwo der Straße statt oder in der Politik, sondern von unserer eigenen Haustür. Jeder muss erstmal an sich selbst arbeiten. Das fängt an mit Reflektieren. Was tue ich eigentlich? Und das reicht mir schon zu sagen. Yeah.